Ja, hey zusammen, es geht weiter mit Layers of Fear. Ja, wieder eine sehr heiße Aufnahme. Also es ist hier gerade sehr heiß, deswegen habe ich im Hintergrund wieder ein Fenster auf. Ich hoffe mal, es ist nicht so störend. Beim letzten Mal hat man es, glaube ich, kaum gehört. Gut, hier ist überhaupt nichts drin. Ich wollte beim letzten Mal ein bisschen mehr die Truhen kontrollieren. Nee, da ist gar nichts drin. Okay, wir haben in der letzten Folge hier dieses Bild soweit ergänzt. Ich muss sagen, ich dachte eigentlich, da kommt was anderes raus. Es wird jetzt anscheinend doch eine Frau. Und wahrscheinlich sogar seine Frau. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Trial and Error. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Und ja, uns fehlt nur noch eins dieser Fächer. Das heißt, ich vermute mal, dass es so langsam aber sicher in die heiße Phase geht. Tatsächlich. Oh. Müssen wir da lang? Ich weiß nicht. Ich guck mal erstmal hier hinten, weil da war eine Tür auf. Gucken wir erstmal kurz hier rein. Geht's hier weiter? Ich weiß es nicht. Ich guck kurz ein bisschen. Das sieht fast so aus, als würde es hier weitergehen. Das heißt, ich gehe erstmal noch kurz in die Küche. Ja, ich bin unentschlossen. Aber wir kommen ja wieder zurück. Nee, wir kommen nicht zurück. Verdammt. Ja, na toll. Ich hab's falsch gemacht. Da wäre bestimmt noch irgendwas gewesen. Naja, egal. So ist das. Die Äpfel gehen uns aus. Okay. Ja, hier sind... Wobei, hier sind doch noch welche, oder? Sind das Äpfel? Ich denke mal schon, oder? Was ist mit den Äpfeln? Also, sieht nicht so aus, als würdet ihr zu wenig Äpfel haben, ehrlich gesagt. Sieht nach verdammt vielen Äpfeln aus hier. Haben die Äpfel jetzt für eine Bedeutung? Das habe ich ja noch nicht so ganz verstanden. Beziehungsweise, ich glaube auch, das wurde bisher noch nicht erwähnt. Naja, mal schauen. Das ist wieder ganz verzogen hier alles. Und diese schwarze Matsche taucht auch immer öfter auf. Ich glaube, das ist wirklich so ein Zeichen dafür, dass es hier verbrannt ist. Es war einmal ein Mann voller Passion. Doch dann geriet seine Frau aus der Fasson. Ja, voller... Ja, okay. Das ist auf Deutsch also ein bisschen komisch vom Reim her. Ihr Gesicht war eine Qual. Sie wurde ihm egal. Sie hatte den Mann mit Passion. Ja, wie gesagt, das ist genau hier. Man, a man full of passion went out of fashion. What a mess, careless with a passion. Ja. Das ist, auf Englisch hört sich das schöner an. Oh Gott, was ist das denn? Das sieht richtig eklig aus jetzt. Widerlich. Wie so mit Blut und dann dieser lange Zahn da und irgendwie verläuft alles nach unten. Ich weiß es nicht, das ist richtig eklig. Finde ich. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, ist da eine Frau vielleicht bei dem Brand entstellt worden, also dass sie, ne, einfach nicht mehr so aussah wie früher. Oh Gott. Genau das Bild hier meine ich. Das hatte ich mal bei Google gesehen. Und ich dachte eigentlich, das kommt da raus. Das ist jetzt einfach schon hier. Ist das eklig mit der Ratte. Boah. Widerlich. Das wird bestimmt das Thumbnail werden. Denke ich mir mal. Ist das widerlich. Oh Gott. Oh. Zum Geier. Das Ratten. Oh, was? Was? Das sind doch Ratten alles da voll, oder? Die laufen doch gleich alle weg auf einmal. Ich sag's euch. Nee. Ja, ich sag's doch. Hilfe! Es brennt. Und hier ist die Tür. Nein, die ist zu. Wohin? Da ist noch eine. Alter, wie eklig ist das denn? Oh, diese ganzen Ratten. Ist das Fliegen? Ui, ui, ich geh mal lieber schnell. Alter! Sollen wir... Geh weg. Geh weg.
Sollen wir zu hier oder? Was? Ich weiß gar nicht, was hier los ist gerade. War es richtig, dass ich weggegangen bin? Es ist sehr unvermittelt alles gerade. Oh, diese Frau. Was war mit der Frau? Nein, mach auf. Die Frau. Oh. Was ist das hier? Es ist alles verbrannt anscheinend. Irgendwie. Oh. Das ist echt widerlich. Vor allem die Frau. Warum hat die so Zuckungen? Können wir da durch? Nee, ne? Ja, das Fenster ist zugegangen. Ich will mich gar nicht umdrehen und nochmal gucken. Das lasse ich sein. Was ist denn hier los? Überall Farbe an den Wänden und auf dem Boden. Das führt uns alles zu einem Bild. Wow, die Tür ist auf dem Boden. Was ist das für ein Bild? Man erkennt so gut wie gar nichts. Ich glaube, wir dürfen uns da gleich reinstürzen. Jo! Oh, was ist denn hier los? Da ist gar keine Tür an der Decke. Das ist ein ganz ekelhaftes Geräusch. Und hier ist alles schmierig. Oh, wie ekelig. Treppe. Ich sehe halt kaum was. Es ist gerade mega dunkel. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was wird das hier gerade? Ich glaube, wir nähern uns tatsächlich, glaube ich, so langsam dem Ende. Und die fahren nochmal alles auf, was geht, ne? Was ist das hier, wenn ich mal fragen darf? Da kommen wir bestimmt nicht weiter, oder? Doch. Okay, dann habe ich mir das jetzt gar nicht genau angeguckt. Bah, überall dieses schwarze Zeug. Das sieht halt aus wie irgendwas, was geschmolzen ist. Da ist ein Bett drin. Oh. Hilfe. Ist das sie? Can she hear us? This is all fixable, right? No, you don't understand. Her face, her hands. She will be devastated. Oh Gott. Ja, ich glaube, sie ist wirklich bei einem Brand verletzt worden und... Hilfe. Beim Brand verletzt worden und... Ja, entstellt worden. Oh Gott. Hör doch auf. Hier geht's weiter, ne? Oh, das muss schlimm sein. Verbrennung generell. Was ist das denn bitte? Oh nein, das ist so ein Geisterbeschwörungsding. Hilfe. Ich will gar nicht wissen. Ach, da können wir sogar schon weiter. Ne, warte, dann will ich das mit dem Geisterbeschwörungsding aber noch machen. Das muss da rauskommen. Yes. Hm. Ich weiß nicht. Was sollen wir hier machen? Gibt es hier irgendwo einen Hinweis? Ist abgeschlossen. Gibt es hier irgendwo einen Hinweis, was wir hier eingeben könnten? Da liegt was. Ah, guck mal. Warte. Sehr geehrter Herr. Meine Ehefrau wäre davon begeistert, auf ihrer Hochzeit zu spielen. Bitte rufen Sie uns heute Abend an, damit wir die Details vereinbaren können. Unsere Nummer lautet 363853. Ich hoffe, bald wieder von Ihnen zu hören. Haben wir Nummern? Ja. Dann gehen wir die Nummer nochmal ein. Das ist die 363853. 363853. Das ist aber noch nicht alles. Wir brauchen noch mehr. Hä? Hä? Das war's. Also hier steht nichts mehr. Komisch. Dann war es wohl doch nicht richtig. Oder haben wir noch irgendwo was? Ich sehe kaum was. Das ist das Problem. Das ist alles sehr dunkel. Ja, ich weiß, ich habe irgendwie Angst, wenn ich jetzt weitergehe, dass wir vielleicht das Rätsel ja nicht mehr lösen können. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir aber auch weitergehen, um das Rätsel zu lösen.
Das ist alles möglich. Tja. Ich weiß nicht, aber ich sehe hier auch nichts mehr, was uns irgendwie einen Anhaltspunkt geben könnte. Außer halt eben diesen Zettel. Das war jetzt das Einzige, was mir einfallen würde. Da drauf steht aber auch nichts mehr sonst. Ja, der Rest fehlt. Keine Ahnung, ich gehe mal weiter. Ich weiß nicht, was wir da noch machen könnten. Ja, die Tür ist leider jetzt zu. Ja. Schade. Mich hätte es interessiert, aber ich, wie gesagt, ich will auch nicht zu viel Zeit da verlieren. Könnten wir ja mal sagen, was man da hätte machen müssen. Wenn ihr es wisst. Da haben wir noch einen Text. So. November. Ich glaube, ich sollte glücklich sein. Warum bin ich nicht glücklich? Ich habe eine wunderschöne Tochter. Ich finde, sie ist es. Ich habe gerade kurz rüber geguckt. Ich weiß, dass sie es ist. Also warum kann ich sie nicht anschauen, ohne mich schlecht zu fühlen? Ich hatte einen liebevollen Ehemann. Wundervoll, sensibel. Jetzt sehe ich nur noch einen seltsamen Mann, der sich nur um seine Bilder schert. Als ob sie überhaupt von Bedeutung wären. Es ist alles sinnlos. Die Musikhalle. Nee, Quatsch, die Musik half. Das sah aus wie. Ja. Die Musik half. Sie tut es nicht mehr. Okay, also die Frau hatte wohl auch so ihre Problemchen. Also die wusste auch nicht so wirklich, ne? Was eigentlich los ist. Beziehungsweise sie hat. Für sie hat sich auch alles verändert und der Mann. Ja, der ist anders geworden. Der hat sich... Oh Gott. Hat sich... Hätte ich was sehen müssen hier? Der hat sich nur noch um seine Kinder gekümmert. Hier ist die Kette. God, I am such an idiot. Und seine Bilder meine ich. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty. Everlasting. Immortal. Ich meine um seine Bilder, nicht um seine Kinder. Er hat ja nur seine eine Tochter. Und um die hat er sich wohl auch nicht wirklich gut gekümmert. Ja. Das ist schon alles. Können wir hier durch? Oh Gott. Bitte nicht. Macht nichts. Kann ich da rein? Irgendwie? Weil die Tür ist. Nee. Aber da ist auch nichts drin, glaube ich. Ich gehe mal weiter. In dem Raum waren wir auf jeden Fall auch schon mal. Und hier auch. Oh. Oh. Nee. Ach du Scheiße. Oh, ich muss hier so durch mit dem. Oh, nee. Geht mir weg. Das ist doch. Oh, das ist richtig Gänsehaut gerade. Ach du Scheiße. Was ist das denn bitte? Oh, ich will gar nicht hinter mich gucken. Wie lang ist der Weg? Ist das eklig. Es geht schneller, oder? Ich... Kann ich jetzt... mich frei bewegen? Anscheinend schon. Oh. Ich finde das so eklig. Guck mal, es bewegt sich jetzt hier sogar. Lebt das Zeug? Boah. Widerlich, da ist noch so ein Rattenzettel. Nein, ich hab ihn... Oh, einfach weggepackt. Ich... Gut, die falsche Taste gekommen. Na toll, das passiert mir viel zu oft. Ich fände das schöner, wenn man sich die irgendwie nochmal angucken könnte. Aber wir können uns den gleich im Zimmer angucken. Also im Speicherzimmer, falls wir da nochmal hinkommen. Aber ich denke mal, ja. Wir müssen ja sehen, wie das Bild vervollständigt wird. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Oh, Gott. Hat sie sich nur geschnitten oder hat sie sich umgebracht? Ja. Was zum... Was soll ich machen? Ach du Scheiße. Okay, ich kann...
ich kann hier tauchen und dann bin ich in einer ganz anderen Welt. Was ist das denn bitte? Ach du Scheiße, ich hoffe, die Luft geht uns nicht aus. Da hinten ist sie. Oh Junge. So, wer zu ihr? Oh, ich find's so eklig, ne? Hätten wir da noch was finden können? Warte mal, ich versuch's nochmal. Ja, sieht anders aus jetzt. Okay. Ich verstehe es gerade nicht so wirklich. Es ist sehr abstrakt gemacht. Ich kann auch mich hier kaum rüber bewegen. Oh Gott. Können wir nochmal? Ich finde das gut. Komm. Noch einmal. Oh, das ist jetzt wieder eklig. Die ganzen Puppen. Oh, nee, 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 nee. Komm mal auf. Jetzt. Was ist denn jetzt los? Bin ich jetzt im. Oder Moment, wenn er jetzt. Hat er sich jetzt vielleicht damit umgebracht? Weil er sich so lang ins Wasser. Den Kopf ins Wasser gehalten hat? Das war eigentlich nicht so lang. Oder was hat er jetzt damit ausgelöst? Weil ich habe irgendwie das Gefühl. Es ist was passiert. Er ist vielleicht ohnmächtig geworden oder so. Es ist so beeindruckend irgendwie. Da oben, was da alles... Ist es ein Spiegelbild von dem Raum in hässlich? Also in... Ich weiß es nicht. Gut, wir werden uns beim nächsten Mal weiter gucken. Das war auf jeden Fall wieder eine sehr, sehr, sehr interessante Folge. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal zu Layers of 4.